Ich hätte zu viel, dann viele Likes. Okay, der Video, vielen Dank für den Support. Das war eigentlich keine Absicht hier. Liegt hier zufällig irgendwo ein Stein rum? Boah, nice. Okay, doch nicht nice. Jackie, vielen Dank für den Follow. Danke, danke. Immer gerne dabei, das freut mich. Ich habe wirklich wenig Waffen dabei, die ich einfach mal so verbraten kann. Maxi-Trüffel. Yunobo. Einfach schlau. Einfach alle schlauer als ich. Ist aber nicht schwer. Blim, blim, blim. Gibt es hier doch vielleicht einen Trüffel? Ein Trüffel to go? Wo bin ich hier schon wieder rausgegangen? Meine Güte. Ja, war da genau. This is it. Hä? Sagen wir immer in Spanien. Gelbe Feld, habt ihr gesagt. Gibt es irgendwo ein gelbes Feld? Hier ist nichts gelb. Das ist ein Ding. Ja, ja. Das ist ein Ding. Es war düster hier, ne? Hat. Was mussten wir nochmal dem Lehrer geben? Ich hoffe, das hier mit gelbem Feld gemeint. Was wollte der Lehrer nochmal von uns? Ob es auch ein Rübenfelder Scheißhaus Lümmler gibt? Bestimmt. Irgendwas mit einer Tafel in Kakariko. Reis ist Reis. Reis. 12 noch. Oh, Schala, der Hübsche. Ja, mit den Schrecken. Badababa, Reis. Hördiot. Wir müssen wirklich nochmal in jedes verdammte Dorf, ne? Foto von einer Karte in Impas Haus, das du zum Unterricht mitbringen sollst. Ah! Sowas war das. Haltet! Mais schmeckt nicht... ich finde jetzt Mais auch nicht übertrieben nice. Nice, nice. Ist aber schon ganz gut sättigend. Eis ist besser als Mais, ja. Das ist true. Ghost, danke für den Support. Endlich hast du Ausdauer wieder gelevelt. Ganz wichtig. Ist mir auch schon in der Stream-Anzeige aufgefallen. Kriegen wir eine Zusammenfassung von Streams. Wurde viel weniger gechattet, seitdem ich Ausdauer geskillt habe. Du hast den Rasen einfach gekauft. Ich bin doch langsam leid. Drei Ringe heute. Also ich brauche noch ein Siegel fürs nächste Aufleveln und das geht halt wieder auf Ausdauer. Das ist doch Reis. Glaub mir, ich erzähle keinen Scheiß. Der Link voller Schweiß. Gibt aber hier alles um jeden Preis. Soweit ich weiß. Los, ich danke dir. Morgen will ich safe nicht on. Los, ich bin erst wieder am Montag mit Zelda dabei. Montag safe Zelda. Danke, dass du da warst. Erinnerung da.
Habe ich ganz viel gefarmt. Okay. Können wir das überall kaufen? Guter Montag. Nice, freut mich, Ghost. Saver Montag. Jetzt weiter. Ich finde, wenn man Mais gut aufgearbeitet ist, also zum soliden, nicht fressigen Brei geköchelt und dann gepresst und immer als Maisbrot, aber ein pures. Dann geht das richtig gut. Man keckert nicht die Hälfte mit Schale wieder aus. Da lohnt sich die Fresse nun wichtig nicht. Ja? Gut, machen wir so. Wer war das nicht bei Minecraft dabei? Kann man das Huhn töten, ey, ne? Was für ein schöner Schuss. Oh, ein Ei verloren. Okay, wir schießen durch. Alina, ich glaube, wir müssen Wadda aufnehmen. Gib mir dein Ei. Hast du ein Ei? Danke. Hm? Was sage ich jetzt zu dem Huhn, wenn ich gehe? Time to say good eye. Hm? Naja. I'm the English one. Hm? The native. Wir klauen. Oh, 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 oh. Oh, was steht da? Drei sind Maximum, aber für eine bestimmte Quest benötigt man zwei. Den Bezug verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach so, mit der Ausdauer war der Bezug mit 3 und 2, okay. Okay. Ey, lasst mich in Ruhe mit Ausdauer. Lasst mich in Ruhe. Und da kann man endlos Eier farmen. Es gibt auch wirklich nichts, was es nicht gibt in Zelda. Ich habe letztens eine Konstruktion gesehen. Für einen Leuen. Das kann man sich nicht vorstellen. Hier war die Färberei. Wo war denn hier normale der Krämerladen? Sieht man doch hier. Ah ja, da. Wie lange bleibst du heute noch? Bis ca. 2 Uhr. Mit den Ausrufezeichen gehen wir jetzt gleich zurück. Hallo, haben Sie Reis? Danke. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel gibt ihr mir? Wo steht die Zahl? Hallo. Wie viel war Höfenis? 18. 2 noch. Doch, bis 2 Uhr mindestens. Vielleicht ein Schnüfflinger. In der Färberei? Oh, okay. Weil ein bisschen schade, dass es eine Bautechnik gibt, mit der du Leuen sowie selbst gar nicht besiegen kannst, ohne Waffen leider. Ich sag mal so. Es ist, für mich ist es in Ordnung, dass sie gibt, aber ich würde es halt niemals benutzen. Ah ja, rein spaziert. Dann gehen wir jetzt gleich nach Angelstätte und farmen da. Hast du eigentlich die Dinge, die ich mal sehen wollte, die du aufgeschrieben hast, schon mal gefunden? Oh Gott. Ja, du hast mir da was aufgeschrieben. Ich weiß, das war da. Ja. Mhm. Das fand ich als Streamer einfach bis 2 circa. Hast du einen Moment Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sargono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Will er Schleim? Hatte ich notiert, ja? Hatte ich mal notiert. Ja. Hatte ich mal notiert. Aber ich bin etwas ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine, kein Feuerschleim und auch kein hatte ich mal notiert. Der will ein Foto haben von Schleim. Fuck. Ah, blauen Schleim fotografieren. Okay. Müsst ihr mich dran erinnern, Leute, ne? Kommt weiter aus bei, warum der so. Ich hätte jetzt. Also. Weiß, wo er herkommt? Also circa, ne? Ich kenne jetzt nicht die Straße. Aber das, so wie geschwört, müsste eigentlich Berliner Akzent sein. Wadda kommt von überall. So, Angelstätt. Wir haben eine neue Quest. Blauen Schleim fotografieren. Wenn wir die Quest bis zum Schluss nicht schaffen, also von Zelda nicht heute im Allgemeinen, seid ihr schuld. Ihr habt mich nicht erinnert. Merkt euch das.
bevor das missverstanden wird. Vater meint das nicht ernst. Vater ist so. So, hier war ein Filt bei... bei der Erinnerung, okay. Zwei Reiswaffen brauchen wir noch. Bei der Erinnerung war ein Feld? Das gefällt mir. Ah. Oh, das ist wieder Wortwitz-Freitag, ne? No, passt doch, doch. Ach, doch, doch, doch. Irgendwie schimmert es im Kopf, dass hier irgendwo noch ein Feld war. Stimmt. Wenn man selbst an dem Blech böse schreibt, das ist wahr. Das war. Max hat auf jeden Fall morgen Nackenprobleme, wenn es weitergeht. Schwertgras braucht man bei irgendeiner Fee. So, wo ist das Feld? Ist das hier jetzt schon? Oder ist es auch ein gelbes Feld? Ist jetzt schon Nackenschmerzen, na klasse. Hurriert! Verstehe ich jetzt immer. Krieg's nicht aus meinem Kopf. Immer hurriert. Ding dong. Pinguin, vielen Dank für den Support. Einen wunderschönen guten Abend. Da war Reis! Du solltest den ersten Gerück besiegt. Nice. GZ? Sehr gut. Hurriert! Da, Nummer 20. Oh, da vorne war auch schon was. Gutes Feld, hier gibt's Reis. Also, Agelstedt. Die erste Quest war mal fertig. Wahnsinn. Fehlen, glaube ich, nur noch ca. 187. Mal schauen, was wir danach machen müssen. Ausdauermüde. So eine Quest. Ich klaue dir einen Fisch. Warte mal. Können wir das hier? So? Haben wir schon. Palm. Die gute alte Holmfrucht. Da vorne war er. Hier ist der Reis. Oh, du warst fleißig. Wie ich sehe. Danke, dass du dich so sehr in Arbeit reinkniest. Dann will ich mal an die Arbeit stürzen und gleich deine Baumstämme und in Grundpfeiler verwandeln. Wärst du so lieb und würdest hier kurz warten? Nein. Verschaff mir nur mal fix einen Überblick über den Zustand der Bausubstanz. Macht das. Macht das rein da. Da, 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 da. Lass mal einen Song rausbringen. Mais ist Mais. Pinguin, vielen Dank für den weiteren Support. Das hat sich ein bisschen wild angehört. Ich hoffe, der war wirklich an einem Baum dran. Pinguin Nummer, vielen, vielen Dank. Alles geklärt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Die Grundpfeiler sind wieder wie neu. Jetzt können wir uns an die restlichen Reparaturarbeiten machen. Insgesamt stehen 5 reparaturbedürftige Gebäude auf unserer Tagesordnung. 5! 5! Darunter sind 3 Betriebe. Gasthaus, Restaurant und Truhenspielladen. Okay. Sowie 2 stattliche Eigenheime, das Haus des Dorfvorstehers und Armeshaus. Armeshaus? Okay. Ja, ist ein Name, ist mir klar. Ist ein Name.
Gebäude werden wir anders vor. Darum entscheide dich doch zuerst mal, welches du zuerst wieder aufbauen willst. Ein Geschäft, ein Wohnhaus, ein Geschäft. Oh, ein Geschäft, also ja, sehr schön. Welches genau denn? Ich will spielen. Truhenspielladen. Truhenspielladen also soll wieder stehen, ja? Sehr schön. Gott, ist irgendeiner von euch mit Angelstädt schon durch? Das hier ist der Truhenspielladen, schön. Es war ein wirklich reizendes kleines Eckchen, in dem reisende Truhenspiele spielten, und zwar ganz ohne Verlierer. Am besten kläre ich dir alles weitere direkt vor Ort, oder? Also los, nichts wie hin zum Truhen. Dann mal los. Was auch nicht gemacht, Pinguin, okay? Was gemacht, Alina? Ist das viel, was da kommt, Alina? Einfach hinterher, machen wir. Einer. Oh. Schwubbidiwupp, da wären wir. Da war ich. Vielen Dank für die Likes. Früher stand da drin eine kleine Palme, die aus der Ecke im Obergeschoss wuchs. Das war ein richtiger Hingucker, aber jetzt ist alles hier noch kaputter, als ich befürchtet hatte. Der Mittelfall ist jedenfalls hinüber, jetzt brauchen wir also Ersatz für dieses bautechnisch unerlässliche Stützelement. Die Grundfälle habe ich mit den Stämmen von dir schon angespitzt in den Boden gerammt. Jetzt bist du wieder dran. Russe. Schau mal das Haus dort drüben. Der Truhenspielladen braucht dringend wieder einen Palmstamm. Doch das Gebäude ist groß und hoch, da kann man das gute Stück nicht einfach im Erdgeschoss aufstellen. Der Stamm der Palme müsste viel eher vom Pflanztopf im Obergeschoss durch das Loch im Dach ragen. Ist eine klassische Matheaufgabe. Die Frage müsste jetzt sein, wie viel Äpfel hat Karl? Herzlichen Dank, Pinguin. Vielen, vielen Dank. Kommt drauf an, wie gut du ziehen kannst. Okay. Wild. Okay, wir müssen eine Palme in einen Pflanzentopf durch den Dach haben, klar. Dein Palmstamm ist in dieser Gegend ja hier schnell besorgt. Doch wie nur wollen wir ihn bis zum Pflanzentopf im ersten Stock manövrieren und von dort durchs Dach stecken. Knifflige Angelegenheit. Nein, ich bin Profi. Also, die baue ich jetzt ab. Ah, geht das so? Bald schon ist geschafft. Ja. Yep. So, ich muss ein Pflanzentopf sein. Warst du richtig? Irgendwo hier unten durchjagen. Ist hier gar nichts. Ich fühl's nur. Ja, okay. Einmal so. Dann drehen wir jetzt hier, richtig. Da haben wir's doch. Es hat wirklich geklappt, was ich wollte. Wahnsinn. Ich sollte einfach nur oben liegen bleiben. Wahnsinn. So, ich müsste eigentlich noch höher, ne? Da kommen wir nicht. Nein! Kommt der jetzt noch da hoch? Lost. Ich will gar nicht wissen, was ihr für ein Lost-Konter habt bei Zelda. Das ist doch richtig. Das ist aber echt ein Prügelduell. Da habe ich mir mal ein Gerät ausgesucht. Der muss doch da durch, oder nicht? Ah. Drei natürlich. Drei. Oho, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelfalle kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest erledige ich, wenn es hier recht ist. Ich mache mich gleich ans Werk. Oh oh. Geht's wieder los? Yolanda, da, Yolanda, UAA, UAA? Wer hämmert da? Da, Yolanda. Chubidubububu. Ja, da geht's los. Oh, ho,
Und Schleifchen drauf, alles fertig. Ja gut, Max, du spielst es ja auch nicht, ne? Zwei Lostgötter, drei, ja klar. 200, 300 bestimmt. Lügner! Voila! Absolut super fantastisch. Und dazu das größte Gebäude im Dorf. Ja, ganz schön viel Arbeit, doch der Besitzer dürfte sich sehr freuen. Na sowas, was in aller Welt. Danke dir, Pinguin. Sehr korrekt von dir. Genau. Ist klar, Alpha Ork. Ist klar. Ja. Aber die Monster hatten das Gebäude doch in Grund und Boden gestampft. Als ich hörte, dass die Piraten besiegt wurden, habe ich mich sofort auf den Weg zurück hierher gemacht. Aber ich hätte ja nie gedacht, dass ich in diesem Gebäude meinen Laden wieder neu eröffnen könnte. Nun ist es wieder genauso schön wie damals, als mein seliger Vater es mir anvertraute. Holy fucking shit, Pinguin, das war viel. Danke dir. Ich warte noch auf das Rätsel, um dir zu sagen, wo ich sehr lost war. Okay, ist das hier in Angelstädter Lena oder woanders? Ah, es gibt sogar Dailies in Star Trek, krass, okay. Gibt es da auch Weeklies und sowas, Max? Digga, ist keine Lüge. Pinocchio. Hier bitte ein Dankeschön von mir. Mega random, okay. Weeklies, also neben Dailies auch Weeklies. Während ich auf der Flucht war, fielen mir eine ganze Menge davon in die Hände. Eigentlich wollte ich damit die Piraten bewerfen, aber das ist ja zum Glück nicht mehr nötig. Falco, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Nicht so schön aus. Ich glaube schon, du weißt nicht, ob es da Weeklies gibt. Jackie, danke schön. Ah, okay, verstehe, Max. Verstehe. Ah, ich habe einen Skin bekommen. Nice. Denk dir, kann ich meinen Thronspielladen endlich wieder neu eröffnen. Komm bitte jederzeit vorbei, selbst wenn du keine Rubine in der Tasche hast, du darfst gratis mitspielen. Aber keine Müdigkeit vorschützen, ja? Wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Und wir wollen doch, dass das ganze Dorf wieder im Glanz von früher erstrahlt. Bei dem Wetter eine perfekte Ansage. Was können wir hier machen? Hallo, ich will spielen. Was für ein ekliges Wetter. True. Du bist doch das Hemd, das die Piraten verjagt und Angelstadt mitsamt meinem Laden wieder aufgebaut hat. Ich habe ja nicht mehr daran geglaubt, dass unser Dörfchen nochmal eine Chance bekommt. Alle Achtung, Kleiner. Genau, mein Geschäft heißt schlicht und ergreifend Truhenspielladen und ich biete hier so eine Art Glücksspiel an. Gamble! Gamble-Content, Leute. Ü18-Stream ab jetzt, solange wir hier in dem Laden sind. Ich mache meinen anderen Charakter auch nur eine Aufgabe, um den Tageskonto zu haben. Man muss 20 Tage nur Mainfarm mich auf zwei Gegenstände. Ach, okay. Du kriegst dann quasi immer mehr Belohnung, ne? Umso länger du die Dailies machst am Stück. Ist da war da blind, klar. Wieso probierst du nicht aus und öffnest gleich meine Schatztruhe deiner Wahl? Na los, bloß keine falsche Zurückhaltung und mach einfach eine auf. Weiß einer oder kann mir einer sagen, ob es hier in dem Laden eine coole Belohnung gibt? Also eine, die sich wirklich lohnt? Also Kleiner, komm mal her und zeig mir, was du gekriegt hast. Oha! Ein roter Rubin. Ah, das heißt für dich, du hast den Preis ganz rechts gezogen. So ein Riesenglück, aber auch, wie sich für unseren Retter gehört. Gut abgesandt, würde ich mal sagen. Deinen Preis für dich nach Hause zu schicken, kannst du vergessen, also nimm ihn bitte gleich mit. Oh hoppla, hätte ich fast vergessen. Aber der Rubin aus der Schatzkiste bleibt natürlich hier. Der gehört nämlich nicht zum Preis. Nein, nein, nein. Na, was sagst du, Kleiner? Das ist doch mal eine schöne Art, sein Glück auf die Probe zu stellen, oder? Dass du keinen Einsatz zahlt, hat aber auch seinen Preis. Du kannst nicht einfach doch gleich mal spielen, weißt du? Ansonsten müsste ich den Laden direkt wieder schließen, obwohl du ihn doch gerade erst wieder aufgebaut hast. Aber wenn du einem kleinen Weilchen wiederkommst, kriegst du bestimmt mal wieder eine Chance aufs große Glück. Oh. Bei dir gab es andere Sachen. Blaue Hinux-Horn. Das sind aber nur Sachen für auf die Waffe drauf, ne? Ich habe ein bisschen gehofft, dass es hier eine Rüstung gibt. Okay. Unter den Käfigen? Was? Muss ich einfach damit zusätzliche Sachen kaufen? Ich mache nur mit. Okay. Mach mal keinen Plan gehabt, wo ich hin muss. Bei Gunfighten wusste ich. Beep um die Beep.
Ja, das hat vorher geschlossen. Ja, ist okay. Ich bin nicht spielsüchtig. Ich bin nicht spielsüchtig! Hier sind aber Aufsätze für Waffen. Das ist in Ordnung. Regentröpfchen. Wir wollen jetzt mal ein Wohnhaus. Machen wir mal abwechselnd. Wir bauen vom Armen was. Armes Trautesheim wollen wir reparieren. Ja, gerne. Aber interessant, dass ihr da andere Preise hattet. Ich bin gespannt, wenn ich da wieder hingehe, ob es dann wieder die drei Preise gibt. Oder ob es die zwei Preise noch gibt, die ich jetzt noch nicht habe. Das vom Armen, das Haus. Wenn ich mich nicht irre, wollte Armes schon immer ein Plätzchen, um draußen seine Angeltrophäen auszustellen. Alles weitere klären wir wohl am besten direkt auf der Baustelle. Ja, los. Dann wollen wir mal. Kleines Häuschen bauen, wa? Schwuppdiwupp, da wären wir. Ah, gut. Der Mittelfall ist hinüber, wir brauchen also dringend Ersatz dafür. Die Grundfalle habe ich mit dem Gem, ja. Siehst du die Löcher im... Was? Wer ist dein Lieblingsvolk? Die Frage wurde mir schon mal gestellt. Ich habe ja jetzt noch nicht alle gesehen bei TOTK. Bis jetzt ist es Ornis und bei BOTW waren es auch die Ornis. Ja. Zoras finde ich eigentlich ganz cool, aber Zoras habe ich ein Problem. Da ist immer der Wassertempel. Und seit der Ocarina of Time habe ich Probleme mit Wassertempeln. Das kann ich nicht abschütteln. Also, siehst du die Löcher im Dachfürst und im Boden? Okay, der Boden hat mich gerettet. Jetzt weiß ich auch, was ein Dachfürst ist, klar. Wenn wir dort einen Palmstamm hineinbekommen, sind wir fertig. Ja, okay. Bei dieses Gerudo, okay. Rauch ist halt schon cool, der Style von denen. Ja, auch die Haare, diese Mähne. Rick, was ist dein Lieblingsvolk? Kommen wir da hoch? Wir müssen von unten rein, ne? Sind wir drin? Bin ich drin? Ich bin drin. Okay, wir sind safe, Leute. Ja, was hat denn gerade bei Ocarina of Time? Menü auf Stiefel an, Menü wieder aus. Boah. Horror. Wie schnell du ziehen kannst. Okay, verstehe. Ne? Also Zoros finde ich auch eigentlich ganz nice, aber der Wassertempel, der versaut mir das Volk. Das geht nicht. Komme ich nicht drum herum. Yolanda, yeah. Sie gestoßen. Oder auf dem Legostein getreten. Und Schleifen drauf. Alles fertig. Jackpot. Na, so sieht's aus, wenn ein wahrer Meister zimmert. Wiener Schnitzel würde ich nehmen. Was denn, ist etwa mein Haus? Das steht ja wieder. Hier habe ich den auch noch nicht. Bin auch gespannt, aber ich glaube, den mache ich zum Schluss. Ich finde, Zoras werde ich, glaube ich, auch zum Schluss machen. Wir haben jetzt gerade hier auch 2 von 4 Tempeln. Sieht man ja mit den Geistern, die bei mir rumlaufen. Und ich glaube, Zoras mache ich als letztes. Habt ihr das etwa repariert? Ich danke euch. Tut mir echt leid, dass ich selbst gar nicht dabei geholfen habe. Hier hoffentlich genügt das hier als Lohn. Endlich kann ich wieder angeln. Pinguin, vielen, vielen Dank für den Support und für den Follow. Dankeschön. Ich glaube, das so gewollt ist ein bisschen. Man kriegt, also die Ornis kriegt man ja eigentlich vorgeschlagen am Anfang von TOTK, ne? Und ich weiß gar nicht. Doch. Ich glaube, es müsste auch so die Reihenfolge sein. Es ist safe halt kein Muss. Man kriegt das alles in der Reihenfolge durchgespielt, wie man mag. Aber, so ein bisschen wird man geleitet. Bei den Zoras war ich nur, weil ich da einen Schrein gesehen habe, ja? Sonst haben wir noch mit keinem gesprochen. Also war ich dann noch nicht so wirklich. Und ich selbst bin ein sehr genügsamer Esser, darum kann ich den Rest vom Fang mit allen anderen teilen.
Eigentlich speise ich ja damit nur die Leute aus dem Dorf, aber ihr wunderbaren Reparaturspezialisten bekommt auch was. Versteht sich ja von selbst. Wenn ich was übrig habe, stelle ich es vor mein Haus, also bedient euch einfach. Aber keine Müdigkeit vor... Okay. Wir holen uns erstmal unseren Loot ab. Und ich nehme mir auch mal das Ritterschwert mit. Ist es ein Einhänder? Ja, ne? Ja. Also jetzt? Ich verstehe irgendwas Japanisches, wenn er redet. Achso, die vorgegebene Reihenfolge müsste Orni, Geronen, Zoras, Gerudos sein. Okay. Bei mir ist Gerudo, weil es einfach das Volk ist für die... Achso, wegen der Calamity. Okay, okay. Roter Rubin. Fischerpune, da haben wir doch, glaube ich, gar kein Bild, oder? Doch, haben wir. Ui. Gesundheit, Max. Alles Gute. Zum Beispiel gar keinen getroffen. Ich war einfach nur wild am Rumlaufen. Hatte den Schreindetektor an und auf einmal war ich bei den Zoras. Bin danach aber wieder direkt gegangen. Zoras ist auf jeden Fall leichter als Gerudos, okay? Nice, Max. Cool. Wir bauen ein Geschäft. Und zwar ein Reservoir. Sein Name lautet Schlemmerbucht. Und eins verwöhnte das Gäste des Dorfes mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Genau, Anfang zu Ornis war ich mir auch sicher, aber dann nicht mehr. Ornis war ich mir sicher. Einen Überblick über die notwendigen Arbeiten sollten wir uns... Ja, dann mal los. Okay, immer der gleiche Text, ist aber auch nicht schlimm. Schwuppdiwupp, da wären wir. Der Mittelfall ist hinüber, wir brauchen... Alles klar. Okay. Schade, ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir gewünscht. Ein bisschen. Vielleicht noch ein paar Sachen holen. Aber wir müssen quasi jetzt überall immer... Stand jetzt auf jeden Fall. Gott, ich... Wie oft willst du dich verdrücken, Marco? Ja. Ach, ich muss die Kisten erstmal wegmachen, ne? Da ist die Abwechslung. Kisten wegmachen. Also so richtige Aufgaben, auch irgendwie vielleicht Leute befreien, andere Materialien einfach, vielleicht auch nochmal Baumstämme, was ja okay ist. Vielleicht braucht er nochmal Feuerstein oder so. So Kleinigkeiten. Ich nenne dann einfach gerne immer ein Beispiel von, welches Jahr war es? Glaube ich 96 kam das Spiel raus. Terranigma. Unglaublich gut. Man musste so coole Sachen machen, um das Dörfer und Städte wieder aufzubauen. Na, come on, hätte doch reinfallen können. Trinken. Meine Damen und Herren, bitte trinken. Nehmen Sie sich einen Schluck von Ihrem Getränk. Ich habe leer. Vielleicht was Neues her. Da kracht's richtig. Da kracht's. Und Steifen drauf, alles fertig. Reizend habe ich das gemacht, wenn ich so frei sein darf. Oh! Danke dir, Pinguin. Herzlichen Dank. Ich habe leider noch keine Ahnung, was die einzelnen Sachen so wert sind. Aber Schatzruhe sieht gut aus. Dankeschön. Davon keinen Plan. Vielen, vielen Dank.
13. habe ich das gemacht, wenn ich so frei sein darf. Nur was tun wir wegen des Besitzers? Es kann schließlich Monate dauern oder Jahre, bis er... Riesige Spenster. Vielen, vielen Dank, Pinguin. Jetzt sehe ich, was es wert war. Dankeschön. 33%. Schwach. Wie kann das sein? Das Lokal war doch komplett ramponiert. Ja, wir mussten nur eine Palme in die Mitte stecken. Wahnsinn. Sehr gut, Luna, sehr gut. Schau mal, Bruderherz. Unser Haus ist auch wieder wie neu. Eigentlich wollte ich ja bloß schauen kommen, wie ruiniert unser Restaurant und unser Haus mittlerweile sind. Und dann sowas, ihr seid die Besten, hier die Belohnung. Auch ziemlich fies, oder was heißt fies? Wir holen die alle wieder ins Dorf rein und bei jedem regnet es wie Sau. Das Wetter ändert sich nicht. Alle stehen sie da im Regen. Ist egal. Und die freuen sich wieder. Abwehr Meeresfrüchtereis. Es handelt sich um eines der Gerichte in unserem Restaurant, die wir unseren Gästen am häufigsten empfehlen. Doch natürlich bist du bei uns auch jederzeit herzlich willkommen, wenn der Hunger dich packt. Ich kenne Gerichte vorsetzen, die sich dein Gaumen nicht einmal erträumen kann. Oh, das hört sich gut an. Endlich ist die Schlemmerbucht wieder geöffnet und zwar ab sofort. Aber keine Möglichkeit vorher schützen, ja? Okay. Nächstes Haus. Geschäft wieder. Das Gasthaus, komm, haben wir Geschäft durch. Es ist wohl für seine belebende Salzkuren bekannt, bei jedem müden Reisenden wieder auf die Beine helfen. Oh, gut. Schleimfoto, danke dir. Danke dir, blauer Schleim brauchen wir noch. Voice Crack sein Vater. Voice Crack sein Vater. Moment, kurz was rüberschieben. Da haben wir's. Das ist gut, Lunis. Also nur der zweite Teil ist gut. Der ist ja nicht. Was genau zu tun ist, besprechen wir dann mal los. Schwuppdiwupp, da wären wir. Geil, Lunis. Do it. Leb deinen Traum. Ach, wegen Minecraft. Ah. Wegen Minecraft. Safe dieses Jahr. Wir spielen Vanilla. Die neueste Version von Minecraft. Mit ein paar Deko-Mods. Das war's. Deko-Mods, das war's. Genau ein Monat oder Datum würde ich nicht, würde ich noch nicht sagen. Hängt ein bisschen von Zelda ab, wie gut wir durchkommen. Wie oft ich on bin. Safe dieses Jahr. Ne, einfach so ein bisschen Schissel. Vielleicht noch ein Mod, das man im Rucksack tragen kann. Und halt nur Deko-Kram. Das wäre halt cool. Ganz entspannt. Der Server brennt da nicht. Man muss nicht irgendwelche Regeln erstellen. Wenn der Alexander wieder 14.000 Hühner da quält, damit man eine Eierfarm hat oder so. Nee. Nur on, wenn du on bist. Oh, findest du? Findest du das gut? Wie ist denn die Meinung von den anderen da so? Och, das wäre auch was. Dann rennt die mir nicht so weg, ne? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es muss durchgegriffen werden. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, ihr rennt mir halt nicht so weg vom Content her. Nachteil ist, ich fand es halt damals schon cool, wenn ich sonntags oder samstags in Discord geguckt habe und die Leute waren im Minecraft-Channel und haben zusammen gespielt. Und wir machen keinen, da diskutiere ich auch nicht mehr, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wir machen keinen Voice in Minecraft. Das machen wir nicht. Das hat mich mehr genervt, als den Vorteil darin zu sehen. Meine nicht mehr.
Das Ding ist so, die Leute gehen auf den Server, muten sich, pipapo. Die gehen nicht mehr in Discord, die Leute sehen nicht mehr, dass jemand auf dem Server ist. Keiner guckt mehr in Discord. Nee. Wir machen das nicht mit dem Voice in Minecraft. Genau, Mittelpfeiler und Winde nicht allzu abgekriegt, okay, aber innen drin, da hat sich Regenwasser gesammelt. Die Entwässerung wäre eigentlich kein Problem, aber solange da Trümmer drin sind, können wir nicht damit anfangen. Wir können froh sein, dass die Wände intakt sind. Denn wir abzureißen ist also auch keine Option. Tja, das wird eine Heidenarbeit. Über uns bleibt wohl nichts übrig. Aber ich hatte Mücke im Bad gestochen. Mach das, Max. Okay, Trümmer müssen wir rausholen. Und Stück für Stück raus, machen wir. Sobald das Zeug raus ist, fange ich mit dem Wiederaufbau an. Wenn wir uns reinknien, sind wir ratzfatz hier fertig. Okay, ich muss hier rein und den Stuff hier rausbringen. Komm ich da rein? Es regnet, ich komme die Palme nicht hoch. Danke, Wettergott. Leberschurst. Was sie schmecken, ja. Lunes. Reden wir von diesem Grümpel jetzt hier? Nacke. Benitte. Ist das alles? Geht es um die drei Sachen? Ah. Oh nein. Oh nein. Ich kann dein Ding so stehen, ne? Und brennt wieder rein. Das haben die clever gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute genau das gleiche gerade machen mussten, wie ich und Alina. Eisfrucht. True. True. Hätten wir eben auch machen können. Jetzt fall ich auch noch runter. Ich komme noch dran, Gott sei Dank. Hyper, hyper. Ich hoffe, das war alles ein Gerumpel. Ja. Oh. Die Trümmerteilbeseitigung ist abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Den Rest erledige ich, wenn es dir recht ist. Alles klar. Sehr gut, Luna. Sehr gut. Und Schleifchen drauf und alles fertig. Upp. Ah, die Flippers, tolle Zeit damals. Erste Reihe ganz vorne. Frisch tätowiert mit dem Flippers. Delfin auf dem Unterarm. Hihi. Da staunt der Fachmann und das Gesellchen wundert sich. Wunderhübsch, das Gasthaus ist bereit für neue Herbergstaten. Jetzt muss ich nur noch die Betriebsleitung zeigen. Ich werde verrückt, träume ich? Die Seeräuber hatten mein Gasthaus doch dem Erdboden gleich gemacht, oder? Und jetzt sieht es wieder so aus wie zu seinen besten Zeiten. Schön. Sag, wart ihr das? Habt ihr es wieder aufgebaut? Ihr müsst wissen, ich bin weit nach Südwesten geflohen, bis nach Gerudo. Dort gibt es nur Sand, Sand, Sand. Das Meer hat mir so sehr gefehlt. Da wollte ich nur kurz hier vorbeischauen und dann das. Hans. Das Gasthaus
Schöner als zuvor. Ich bin ganz hin und weg vor Glück. Aber deins ist authentisch, Lunas. Absolut authentisch. Ach so, Moment, da habt ihr ja eine Belohnung von mir verdient. Zitter nicht. Ja? Sehenscheinentzündung. Das ist gut. Ich muss es gerade wirklich dreimal lesen, ob da gerade wirklich Sehenscheinentzündung steht. Das ist halt wie die Aufwärmvase, ne? Diese kleine Spezialität muss ich wohl oder übel erwerben, als ich mich in der Fremde in Sicherheit bringen musste. Auf den Augen! Chef, ich bin halb blind, ich muss Minecraft streamen. Ich kann keine Scheiden sehen. Ich hätte einfach fast gerne mein Glas fallen gelassen. Ich möchte euch herzlich einladen, eine unserer berühmten Salzkuren zu genießen. Mein Gasthaus ist wieder geöffnet und zwar ab heute. Wie von 18 bis 18 Uhr? Schön. Die Schwerthalterung meinst du natürlich. Ah. Ich auch. Ja, ich auch. Ja. Okay, ein Haus müssen wir noch bauen.